freue mich jetzt sehr auf das Panel zum Thema Islamkritik, nennt sich im Programm aber wie folgt: Aber man wird doch wohl noch den Islam kritisieren dürfen. Über das Spannungsverhältnis von Religionskritik oder auch Islamkritik, je nachdem, und Muslimfeindlichkeit. Ich habe mich sehr gefreut, weil beide Wunschpanelistinnen direkt zugesagt haben. Einmal Professor Dr. Heiner Bielefeld und Dr. Lale Akgün. Ich bitte Sie beide schon mal hier Platz zu nehmen und stelle Sie dann, ja, gerne Applaus. Ja. Genau, für den Vortrag können Sie dann gleich hierher kommen, aber ich stelle Sie beide erstmal vor. Professor Dr. Heiner Bielefeld und Lale Akgün in der Reihenfolge, wie Sie auch vortragen werden. Heiner Bielefeld ist Theologe, Philosoph und Historiker. Herr Bielefeld ist Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg. 2003 bis 2009 war er Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin, unter anderem. Und vielleicht ist die Arbeit als UN-Sonderberichterstatter für die meisten hier bekannt von Herrn Bielefeld von 2010, und zwar bis 2016 war Herr Bielefeld UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Es gibt, Sie sind auch Träger des Bundesverdienstkreuzes, ich glaube, es gibt sehr vieles, was ich aufzählen kann, das wollen Sie jetzt gar nicht mehr. Ich stelle aber noch Lale Akgün gleich vor. Ich hab sehr viel von Herrn Bielefeld genau über dieses Spannungsfeld auch gelesen und auch gelernt, freue mich deshalb auf die Beiträge gleich. Lale Akgün ist Psychologin und Autorin mehrerer Bücher, ich nenne vielleicht zwei. Einmal den Bestseller Tante Sembra im Leberkäseland, wurde auch verfilmt vom ARD, soweit ich weiß. Und das Buch Hüsün, das heißt Sehnsucht, wie wir Deutsche wurden und Türken blieben. Das neueste Buch ist 2018 erschienen mit dem Titel Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime, Schluss mit der Vorherrschaft des konservativen Islams in Deutschland. Frau Akgün, das wurde vorhin auch schon mal erwähnt, saß einige Jahre für die SPD auch im Bundestag und war dort islampolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Zurzeit ist sie im Vorstand des Arbeitskreises Säkulare und Humanisten der SPD und außerdem auch im SPD-Seniorenrat. Ich freue mich sehr, es wird so wie folgt ablaufen. Herr Bielefeld wird hier gleich vortragen und Lale Akgün wird direkt darauf reagieren. And the floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin ein bisschen lädiert, nicht nur im Arm, sondern auch mit der Stimme, aber ich hoffe, es geht. Aber man wird doch noch sagen dürfen. Also diese geradezu stereotype Wendung kennt man aus tausenden Talkshows, kennen Sie alle. Und sie dient nicht nur dazu, Aufmerksamkeit zu heischen, sondern auch Legitimation zu reklamieren für das, was kommt. Und zwar Legitimation zu reklamieren gegen antizipierte Widerstände. Ja, man wird da wohl noch sagen dürfen. Ja, und auf diese Weise geschieht eine Selbstinszenierung als heroischer Tabubrecher oder auch Tabubrecherin. Ne? Oft dann übrigens auch im Gestus von Aufklärung. Wir haben eben von Mahmoud Basyuni nochmal gehört, wie ambivalent auch die Aufklärung sein kann. Also, dass die Aufklärung auch Markierung beinhalten kann. Identitätspolitisch, wir sind die Aufgeklärten, andere werden es nie schaffen. Ja, also, ein dramatisierender Auftakt, sozusagen das Ausrufezeichen schon vor den Satz gesetzt. Oft, was dann kommt, ist ziemlich trivial. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das ist ein fiktives Beispiel, aber ziemlich lebensnah, wenn Sie vermutlich auch bestätigen können. Man wird doch wohl noch sagen dürfen, auch für Muslime gilt das Grundgesetz. Ja, ich meine, in der Tat, was denn sonst, ja? Was denn sonst? Also diese Aussage ist an Trivialität kaum zu überbieten, aber diese triviale Selbstverständlichkeit wird dann sozusagen rhetorisch konterkariert durch einen dramatisierenden Auftakt. Das heißt, bemerkenswert an so einer Wendung, haben wir eben alle x-mal schon gehört, bemerkenswert ist nicht der semantische Gehalt, dem kann man ja nur zustimmen, sondern die Intonation. Die Intonation.
Also in diesem Tonfall schwingen dann irgendwie diffuse Unterstellungen, Zuschreibungen mit. Hier gibt es doch irgendwie ein Problem. Das wird zwar nicht benannt, aber es wird durch den Tonfall, nicht durch die Aussage, wird es sozusagen suggeriert. Hier gibt es ein Problem, hier gilt es aufzupassen. Selbst in Deutschland geborene, als Deutsche geborene Muslime sind dann vielleicht doch nicht Bürgerinnen und Bürger wie andere. Möglicherweise nicht. So, und für die muslimischen Gesprächspartnerinnen in so einer Talkshow entsteht dann folgendes Dilemma. Entweder sie ignorieren das, fällt aber manchmal schwer, man stellt sich Friedrich Merz vor, ne? Also es fällt manchmal schwer, das zu ignorieren, oder man reagiert darauf verärgert und da wird der Ärger aber sofort verbucht als Bestätigung, dass irgendwas nicht stimmt. Also als wäre es sozusagen der Widerspruch zum semantischen Gehalt, der ja völlig trivial ist und auch richtig ist, und nicht eine Irritation über die merkwürdige Intonation. Aha, was regen Sie denn so auf? Was regen Sie so auf? Ja, ist da nicht irgendwas schief? Also das ist eine rhetorische Falle, die leider Gottes immer wieder zuschnappt. Funktioniert. Also man muss lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, die beste Form, damit umzugehen, wäre Humor, wenn man denn damit gesegnet ist. Ja, das wäre das Beste, aber funktioniert auch nicht bei allen. So, also im Unterschied oder entgegen diesem Gestus des heroischen Tabubrechens, man wird doch sagen dürfen, darf man hierzulande fast alles sagen. Es gilt Meinungsfreiheit und die Meinungsfreiheit umfasst selbstverständlich Religionskritik. Die Meinungsfreiheit umfasst selbstverständlich Islamkritik. Was denn sonst? Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Der derzeitige Leiter der Europäischen Grundrechteagentur, Michael O'Flaherty, hat es mal ein Meta-Recht genannt. Es ist sozusagen ein Recht, das wir brauchen, damit wir andere Rechte überhaupt einfordern können. Also ein ganz besonders wichtiges Menschenrecht. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in etlichen Formulierungen so bestätigt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ich will Sie aber nicht mit Zitaten langweilen. Also die Meinungsfreiheit eine Voraussetzung des demokratischen Diskurses, eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Grund- und Menschenrechte einfordern kann. Deshalb sozusagen weit gesteckt in ihrem Anwendungsbereich. Also wer zu Meinungsfreiheit Ja sagt, wird auch Ja sagen müssen zu oft ärgerlichen, verstörenden Aussagen. Also man muss sozusagen auch manches in der Tat Verstörende, manchen Dreck sozusagen irgendwie nicht toll finden, aber hinnehmen müssen, weil Meinungsfreiheit eben von so ganz zentraler Bedeutung ist. Also auch unangenehme Dinge. Aber gegen ein Missverständnis ist klarzustellen, es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit, aber es gibt nicht ein Recht auf Meinungsfreiheit oder Meinungsäußerung ohne Widerspruch. Ja, und viele oder manche, sagen wir, ich sag's mal vorsichtiger, manche der selbsternannten Heroen der politischen Unkorrektheit, es gibt ja viel mehr Leute, die sie als politisch unkorrekt bezeichnen als das Gegenteil. Also manche der selbsternannten Heroen der politischen Unkorrektheit sind außerordentlich empfindlich, wenn man ihnen nur widerspricht. Sarrazin wurde ja schon genannt. Also Sarrazin ist das perfekte Beispiel. Ja? Also es muss nur jemand sozusagen einfach nicht einverstanden sein. Schon ist es sozusagen irgendwie die Cancel Culture, sind es Zensurmechanismen. Und das wird man dann so noch sagen dürfen. Diese Aussage nimmt dann einen ausgesprochen lamentierenden Tonfall an. Also man kann sich mal so einige Interviews von Sarrazin anschauen, die das wirklich perfekt dokumentieren. Ja? Also tatsächlich Lamento, Lamento, Lamento. Also die Meinungsfreiheit ist ein diskursives Grundrecht oder das diskursive Grundrecht schlechthin. Und deshalb verlangt sie auch danach, immer mit Widerspruch auf Meinungen zu reagieren, die vielleicht auch ihre Probleme haben könnten. Also Widerspruch gegen Halbwahrheiten, gegen falsche Behauptungen, Fake News, angeblich alternative Wahrheiten und andere Dinge, die den demokratischen Diskurs blockieren, leerlaufen lassen oder möglicherweise gar zersetzen. Und insbesondere ist Widerspruch angezeigt,
gegen rassistische Zuschreibungen. Rassistische Sprechakte sind kein Beitrag zum demokratischen Diskurs. Rassistische Sprechakte sind Akte systematischer Exkommunikation. Jetzt muss man sagen, was ist Rassismus? Rassismus läuft darauf hinaus, Menschen im Grunde ihre persönliche Stimme, ihr individuelles Gesicht zu nehmen, sie verschwinden zu lassen hinter einer Masse, hinter einer irgendwie negativ konnotierten kollektiven Mentalität. Das Individuum verschwindet. Die individuelle Stimme wird belanglos. Das ist sozusagen der Mechanismus, diese gruppenbezogene Menschenverachtung. Also rassistische Sprechakte sind Akte der Exkommunikation. Manchmal werden Menschen sogar aus der Menschheit exkommuniziert, indem man sie zum Beispiel mit irgendwelchen unappetitlichen Tieren gleichsetzt. Ich will Ihnen und mir Beispiele ersparen. Manchmal werden Menschen aus der Zivilisation exkommuniziert oder aus der Aufklärung, das hat man exkommuniziert, irgendwie dem Mittelalter zugeschlagen, oder aus der Gruppe, aus dem Diskurskontext überhaupt vertrauenswürdiger Diskurspartner. Also im Kontext Islam, sozusagen die Gebildeteren unter den selbsternannten Islamkritiker verwenden dann gern den Begriff der Taqiyya. Der Taqiyya, also die Zuschreibung Muslime hätten ein irgendwie anderes Verständnis von Wahrheit, also auch die Möglichkeit, die Wahrheit zu verbiegen, und deshalb sind sie sozusagen, seien sie a priori irgendwie verlogen. Es ist nicht die konkrete Lüge, Muslime lügen auch, ich meine, alle lügen irgendwie mal, sondern es ist sozusagen diese strukturelle Verlogenheit, die mit dem Vorwurf der Taqiyya einhergeht. Auch das ist eine Form von Ausgrenzung oder gar Exkommunikation. So, also die Inanspruchnahme des diskursiven Grundrechts, des kommunikativen Grundrechts und Menschenrechts der Meinungsfreiheit kann nicht sinnvollerweise geschehen für Akte von Exkommunikation. Das ist sinnwidrig. Und deshalb kommen wir hier an eine Grenze der Meinungsfreiheit. Und die muss sozusagen klar markiert werden. Zwei wichtige Erläuterungen, um nicht missverstanden zu werden. Wenn ich jetzt von Grenze der Meinungsfreiheit rede, spreche ich nicht vom Strafrecht. Also das Strafrecht ist eine ganz hochschwellige Maßnahme. Im Moment gibt es so ein paar Versuche, die Schwelle niedriger zu machen, da bin ich aber eher skeptisch, also wäre ich eher oppositionell. Das Strafrecht muss eine hochschwellige Maßnahme bleiben, gerade wenn es um Meinungsdelikte geht, also für bestimmte Grenzen wie Holocaustleugnung klar. Aber das Strafrecht ist nicht nur hochschwellig, das Strafrecht ist auch wenig elastisch. Wenn das Strafrecht anfängt, elastisch zu werden und biegsam zu werden und geschmeidig zu werden, ist Alarm angesagt. Also ich spreche nicht vom Strafrecht, dem ich in diesem ganzen Kontext eine sehr begrenzte Rolle nur zuspreche, sondern was ich jetzt hier im Sinne habe, ist vor allem die Aufgabe, politische Klarstellungen durchzuführen. Also den politischen Widerspruch gegen eine Inanspruchnahme von Meinungsfreiheit, die aber diskursiv sozusagen widersinnig ist. Es geht um die innere Sinngrenze der Meinungsfreiheit, nicht um die strafrechtlich bewährten Grenzen, die nochmal wieder einer eigenen Logik folgen. Das war die erste Klarstellung. Zweite Klarstellung. Die gebotene Zurückweisung rassistischer Exkommunikation ist jetzt nicht ihrerseits auch ein Akt gruppenbezogener Exkommunikation. Das ist mir ganz, ganz wichtig, um auch Verwirrungen zu überwinden. Man könnte ja vordergründig den Eindruck haben, ich sage das jetzt mal so ein bisschen sehr lapidar, die Rechten delegitimieren Minderheiten, Juden und Muslime, das ist so, ne, typischerweise die Rechten, und die Linken delegitimieren dann im Gegenzug alle, die sie für rechts halten. Und dann stecken sozusagen alle Beteiligten irgendwo in ihren diversen Schützengraben. Diesen Eindruck könnte man ja haben, aber da würde ich eben Folgendes dagegen halten. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, nämlich die Zurückweisung rassistischer Menschenverachtung geschieht immer oder sollte geschehen immer als Antwort auf konkrete, empirisch vorliegende Akte der Ausgrenzung. Also es geht nicht darum, Menschen auszugrenzen wegen irgendeiner angeblichen oder tatsächlichen Gruppenzugehörigkeit. Es geht um die empirischen, realen Akte der Menschenverachtung,
gruppenbezogener Menschenverachtung, die es dann zurückzuweisen gilt. Das ist in der Tat was völlig anderes. Denn rassistische Exkommunikation geschieht genau im Gegenzug dazu, bloß aufgrund tatsächlicher oder eingebildeter Gruppenzugehörigkeit. Sie trifft Menschen als mehr oder weniger austauschbare, in Anführungszeichen, Exemplare einer pauschal abgewerteten Gruppe. Diese kategoriale Differenz bleibt fundamental und ist ganz wichtig, das nicht zu verwischen, wie es oft genug geschieht. So, jetzt möchte ich noch einen Begriff einführen. Ich komme auch relativ bald zum Schluss. Ich möchte nur einen Begriff einführen, der nicht im Titel des Referats steht. Der Titel war mir gegeben worden. Ich habe ihn gern übernommen, aber ich habe ihn nicht selber formuliert. Den Begriff, den ich jetzt noch einbringen möchte, ist tatsächlich Islamfeindlichkeit. Also im Titel steht ja die Muslimfeindlichkeit und dann die Islamkritik oder Religionskritik, Islamfeindlichkeit. Also ich finde es persönlich sehr sinnvoll, dass hier schon mehrmals vorgestellte Bericht den Titel Muslimfeindlichkeit hat. Das ist sozusagen eigentlich der menschenrechtliche Ansatz. Menschenrechte dienen dem Schutz von Menschen, nicht dem Schutz der Integrität einer Religion. Das sage ich auch als ehemaliger UN-Sonderberichterstatter gerade für Religionsfreiheit, weil ich sozusagen ständig mit diesem Missverständnis konfrontiert war, also als sei die Religionsfreiheit ein Schutzrecht der Reputation von Religion oder ein Schutzrecht religiöser Werte oder ihres gesellschaftlichen Status. Nein, nein, die Religionsfreiheit hat zwar mit Religion zu tun, aber wie andere Menschenrechte auch, schützt sie Menschen in ihrer Würde, in ihrer Freiheit, in ihrer Gleichberechtigung. Mit spezifischen Bezügen natürlich. Also das ist sozusagen der menschenrechtliche Ansatz, deshalb sozusagen den Akzent zu setzen auf die Muslime, und nicht auf ihre Religion ist eigentlich, ich finde, ist eine wichtige Klarstellung gegenüber Begriffen wie Islamophobie, die ja nach wie vor auch in der Debatte herumschwirren. Diese kategoriale Klarstellung darf allerdings dann nicht vergessen machen, dass in der Realität der Phänomene die Dinge oft sehr nah beieinander sind, sich nicht trennscharf abgrenzen lassen. Also nehmen wir mal einen Spruch der FPÖ, also Wahlkampfslogan, naja gut, das ist jetzt einer der harmloseren, es gibt manche Sprüche, die kann ich nicht mal zitieren, aber den kann ich jedenfalls zitieren, Daham statt Islam. Ja, das klingt jetzt nicht sehr österreichisch aus meinem Mund, ja, aber haben alle mitgekriegt, ja, Daham statt Islam. Also vordergründig betrachtet geht es gegen die Religion. Aber es ist natürlich völlig klar, dass es die Menschen trifft. Gerd Wilders ist seit Jahrzehnten ein Virtuose darin, diese Grenze ständig zu bespielen. Also indem er verbal bekundet, er hat ja nichts gegen Menschen, er hat auch nichts gegen Muslime, aber die müssen erstmal den Koran zerrupfen, so ungefähr. Die Hälfte der Seiten rausreißen, dann können wir weiterreden. Also sozusagen das Spiel an der Grenze zwischen beiden ist sehr verbreitet. Und fürs Strafrecht ist es übrigens ganz wichtig, diese Differenz klar zu halten. Also ob wir über Volksverhetzung reden, die Menschen betrifft, oder über irgendwie Verunglimpfung von Religion, so in einem Postblasphemie-Paragraphen, der meiner Meinung nach übrigens abgeschafft gehört, das ist für Strafrecht eine erhebliche Differenz. Aber für den allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs verschieben sich die Dinge, da gehen sie immer ineinander. Und deshalb finde ich es wichtig, dass eben auch solche Akte von Islamfeindlichkeit, wie sich jetzt etwa manifestieren in Koranverbrennungen, haben ja etliche Fälle gehabt, die auch in den Medien dann entsprechend inszeniert worden sind. Auch da öffentlicher Widerspruch, öffentlicher Protest. Ich würde mir wünschen, breite gesellschaftliche Protestbewegungen. Leider sehen wir sie zu wenig, auch jetzt gerade im Kontext Antisemitismus. Leider, wir sehen sie so wenig. Dabei wären sie so wichtig, um den Tätern zu signalisieren, nicht in unserem Namen. Ja, die angebliche schweigende Mehrheit gibt's nicht, nicht in unserem Namen. Und um den Betroffenen zu signalisieren, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Ja? Das ist, es wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Es geschieht zu wenig. Es geschieht viel zu wenig. So,
Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, auf der Phänomenebene oft ineinander reichen und dann jetzt aber Islamkritik. Ich sagte es schon, Religionskritik ist selbstverständlicher Bestandteil von Aufklärung und demokratischem Diskurs. Deshalb ist die Legitimität von Islamkritik im Prinzip unbestritten. So, und der entscheidende Unterschied ist jetzt nicht, ob diese Kritik hart ist oder weich, sondern fair oder unfair. Sie darf gern auch hart sein, Religionskritik darf hart sein, aber sie muss fair sein. Irgendwie kommt mir dieser Slogan fast bekannt vor, ja, aus dem hart, aber fair, erlebt man übrigens meistens andersrum. Also es ist meistens gar nicht hart, aber auch nicht sonderlich fair bei diesen Formaten. Aber es darf hart sein. Es darf auch wehtun. Also auch die katholische Kirche, ich bin ja selber, komme aus der katholischen Kirche, also da geht es schon hart zur Sache. Und viele Themen, auch etwa das Thema Antisemitismus in den Religionsgemeinschaften, auch Antisemitismus im islamischen Kontext, ist ein Thema, wo man hart nachfragen muss. Es geht nicht um weich statt hart oder um Schonung. Nein, es geht um schonungslose Aufklärung, aber bitte fair. Klar, Präzision ist in diesem Fall keine akademische Tugend. Präzision ist, wenn man so will, eine diskursive Tugend. Es geht um Fairness der Menschen miteinander. Das heißt erstmal auf der empirischen Ebene Klarheit, aber auch was die Kategorien angeht, Klarheit, Klarheit, denn da verschwimmen immer wieder die Dinge ineinander. Also etwa wäre es dann wichtig, und das klingt jetzt ganz trivial, ich bin wirklich jetzt am Schluss, es wäre wichtig, immer wieder zu verweisen auf die tatsächliche Vielfalt und historische Wandlungsfähigkeit von Religionsgemeinschaften. Das heißt, natürlich auch der Islam ist genauso aufklärungsoffen und aufklärungsfähig wie das Christentum. Niemand hat die Aufklärung hinter sich, niemand hat sie ganz und gar nur vor sich. Irgendwie stecken wir in unterschiedlichen Bezügen mittendrin und verraten diesen Anspruch alle irgendwie immer wieder. Aber die Kategorien müssen klar sein, historische Vielfalt, historische Wandlungsfähigkeit. Was aber ständig passiert, ist auch diejenigen, die jetzt zustimmen, ja klar, ja natürlich ist der Islam intern differenziert, neigen oft dazu, bestimmte, ich sag's mal, harte Manifestationen von Islam dann irgendwie mit dem Jargon der Eigentlichkeit, mit Adorno, zu belegen. Also der eigentliche Islam ist dann doch derjenige, der sich so darstellt wie bei den Taliban oder wie bei den Saudis oder vielleicht auch in manchen Reden von Erdogan. Das ist dann sozusagen der echte. Und Navid Kamani hat es mal gesagt, also liberale Muslime gelten irgendwie als freundlich, aber nicht ganz echt, so ungefähr. Also die werden dann sozusagen mit freundlichem Schulterklopfen so ein bisschen reingenommen, aber zugleich irgendwie unter der Hand aus dem Islam exkommuniziert. Und das heißt aber, dass man im Grunde prämiert in der Wahrnehmung dann doch bestimmte Manifestationen andere nicht ernst nimmt und dass bei allem Bekenntnis zur Vielfalt die Konsequenzen fehlen. Also das Bekenntnis zur Vielfalt bleibt dann vielleicht ein rhetorischer Gestus, aber es fehlen die Konsequenzen. Immer wieder damit einhergehend übrigens auch schiefe Vergleiche. Also wenn wir Berichte erleben, dass es Gewalt an Muslimen in Myanmar gibt, in Rohingyas, wo dann auch buddhistische Mönche trommeln. Übrigens nicht alle buddhistischen Mönche machen das. Also man muss auch differenzieren. Ich habe welche getroffen, die absolut dagegen sind. Ja? Aber es sind buddhistische Mönche bei der nationalistischen Hetze gegen Muslime dabei. Dann sind viele Menschen erstaunt. Da sind viele Menschen erstaunt, dass das im Namen des Buddhismus möglich ist. Wenn Gewalt im Namen des Islams berichtet wird, ist man weniger erstaunt. Auch hier wieder sozusagen bei allen Bekenntnissen zu Vielfalt, die Wahrnehmungen verschieben sich unter der Hand. Einer der Islamkritiker, der selbsternannten Islamkritiker, Hans-Peter Radatz, hat das dann mal so zugespitzt, wenn im Islam, im Namen des Islams Gewalt stattfindet, da wird der Islam, nee, andersrum, im Namen des Christentums, da wird das Christentum missbraucht. Wenn es im Namen des Islams passiert, da wird der Islam gebraucht. Ne? Und so werden sozusagen Phänomene hier, die Lord's Resistance Army in Uganda, eine christliche Taliban-Sekte, könnte man sagen, ja, das wird irgendwie sozusagen im Halbschatten der Wahrnehmung abgelegt, andere Wahrnehmungen werden stark prämiert. Und hier ist es sozusagen ein Gebot der Aufklärung, tatsächlich diese Mechanismen viel genauer, auch über die rhetorischen Bekenntnisse zur Differenzierung hinaus,
hinaus aufzugreifen. Dazu braucht es Kritik, dazu braucht es ganz vielfältige Kritik, auch Religionskritik. Letzter, allerletzter Punkt in meinem letzten Punkt. Herr Bassiouni hatte es gesagt. Also auch die Aufklärung kann ein, wenn man so will, Referenzsystem zur Ausgrenzung werden. In der, wenn man so will, in der Aufklärungssemantik. Nicht die Aufklärung vielleicht als Konzept, aber die Aufklärungssemantik. Für mich als jemanden, der seit 40 Jahren in der Menschenrechtspraxis steht, ist das Allerschlimmste, das passiert auch im Namen der Menschenrechte. Also politically incorrect, diese islamophobe Hetzseite, beruft sich auf Menschenrechte. Natürlich, dann werden die Menschenrechte, kommt da so ganz dick die Hand drauf, die werden da so Pegida-mäßig dem Abendland zugeschlagen. Die Pegidisierung, weiß nicht, ob es den Begriff gibt, der Menschenrechte, also sozusagen die Vulgärform von Leitkultur im Grunde genommen. Unsere Werte, und man macht einen Stolperdraht für Muslime draus und sieht natürlich dann in den Berichten über die Taliban jederzeit das Futter dafür, um also dann Menschen, die hier bei uns leben, faktisch in Geiselhaft zu nehmen. Das sind sozusagen Mechanismen, die dann gelegentlich als Islamkritik firmieren, aber dann in der Tat nichts anderes sind als rassistische Form der Ausgrenzung, die leider Gottes selbst im Namen von Aufklärung stattfinden, leider Gottes selbst im Namen von Demokratie, im Namen von Liberalität, im Namen von Menschenrechten. Ich würde immer hinzufügen, natürlich einer verdrehten Aufklärung, einer verdrehten Karikatur von Demokratie, einem Missverständnis der Menschenrechte. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Heiner Bielefeld, für diesen Vortrag, dem ich in keinem Punkt widersprechen möchte. Das ist die Enttäuschung groß. Ne? Das ist jetzt die Enttäuschung wird jetzt vor aufgebaut. Ja, ich bin heute eingeladen als Advocatus Diaboli, ich würde sagen als Advocata Diaboli. So viel Zeit muss sein. Und möchte auch diese Rolle dementsprechend wahrnehmen. Ich bin bereit, diese Rolle zu übernehmen. Vielleicht vorneweg, ich bin eine überzeugte liberale Muslimin, die in der islamischen Kultur und in einer säkularen Umwelt groß geworden ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich privater Glaube und liberale Weltanschauung sehr gut ergänzen können. Ich bin übrigens nicht allein, wir sind gar nicht so wenige, Herr Bielefeld. Leider werden wir nicht gesehen und nicht gehört, weil eben die Bandbreite des Islams in Deutschland nicht gesehen wird. Islamkritik, das haben Sie eben ja ausgeführt, ist Religionskritik, die sich ja zuerst einmal gegen die christlichen Kirchen gerichtet hat und das zu Recht. Denn ohne Religionskritik keine Aufklärung, ohne Aufklärung keine Menschenrechte. Christiane Florin, eine ehemalige Redakteurin vom Deutschlandradio Der Tag, sagte einmal, alle reden heute von Islamkritik. Früher gab es Papstkritik und heute gibt es Islamkritik. Da habe ich gesagt, das ist doch normal, Frau Florin, denn beiden ist eins gemeinsam, der Absolutheitsanspruch. Ich habe meinen Vortrag heute an drei Punkten festgemacht, die ich als kritikwürdig empfinde und werde über diese drei Punkte ganz kurz reden. Denn es gäbe sehr viel zu reden, aber wir wollen ja auch miteinander diskutieren. Der erste Punkt ist eben dieser Absolutheitsanspruch. Ich kritisiere den Islam immer dort, wo er einen Absolutheitsanspruch entwickelt. Religionen sind subjektive Wahrheiten, sie können heute eben nicht einen Absolutheitsanspruch geltend machen. Muss ich an Gott glauben, weil ich als Kind einer muslimischen Familie geboren bin? Die Antwort lautet aus meiner Sicht nein. Diese Antwort ist aber aus der Sicht von orthodoxen Muslimen die falsche Antwort und sie wird streng bestraft, denn sie ist nach Ansicht orthodoxer Muslime Blasphemie. Wer vom Glauben abfällt oder den Glauben verfälscht,
wird mit dem Tode bestraft. Übrigens können wir liberale Muslime ein Liedchen davon singen. Genau mit diesem, wer die Religion verfälscht, muss bestraft werden. Denken Sie an uns alle, die wir unsere Überzeugung manchmal verleugnen müssen und manchmal auch nur verleumdet werden. Nicht nur in Pakistan kann man jemanden mit Anschwärzen an den Galgen bringen. Auch hier in diesem Land lebt jeder gefährlich, der orthodoxe islamische Gewissheiten in Frage stellt. Es wird also nicht einmal eine liberale Auslegung des Islams akzeptiert. Mit erhobenem Zeigefinger wiederholen die Vertreter der alles beherrschenden konservativen Islam die Vorstellung, es gebe nur den einen Islam und sie bestimmten, wie dieser Islam auszusehen habe. Professor Horchit, liberaler Theologieprofessor, hat Polizeischutz. Seydan Ateş, die Imamin der Ibn Rushin Moschee, hat Personenschutz. Im Interview mit dem ZDF-Journalisten Abdul Rashid erzählt sie, dass die meisten Drohungen nicht vom IS oder anderen radikalen Terrororganisationen kommen würden, sondern von konservativen Muslimen in Deutschland. Man kann Seydan Ateş mögen oder nicht mögen. Jedoch stellt sich mir die Frage, warum diese winzige Ibn Rushd Moschee ein Problem sein soll, wenn es in Berlin 80 Moscheen, in Deutschland um die 2800 Moscheen gibt. Die Antwort könnte ja lauten, weil gerade Vertreter des orthodoxen Islams es sehr schwer ertragen können, wenn ihre Definitionsmacht infrage gestellt wird. Und das nicht seit gestern. Denken Sie an Nasr Hamid Abu Said, einen prominenten Reformtheologen aus Ägypten, der in die Niederlande fliehen musste und wegen seiner kritischen Islamanalysen angegriffen wurde. Die Theologin Bahriye Üçok, ebenfalls Professorin an der Fakultät in Ankara, die sich gegen das Kopftuchgebot ausgesprochen hatte, wurde mit einer Paketbombe umgebracht. Sie sehen, jede Liberalisierung ist für die Befürworter nicht einfach. Die subjektive Wahrheit einer Religion ist für orthodoxe Muslime eine Wahrheit, die einen Absolutheitsanspruch hat, an der nicht gerüttelt werden darf. Der konservative Islam ist also immer dann kritikwürdig, wenn er keine anderen Sichtweisen und Interpretationen zulässt, nicht einmal aus dem Kreise der Muslime. Kritik am Islam, lieber Heiner Bielefeld, mag aus Ihrer Sicht erlaubt oder gar erwünscht sein. Aus der Sicht der Vertreter des konservativen Islams ist es jedoch nicht gestattet. Nicht wenige haben es mit dem Leben bezahlt. Aber fest steht, erstens, der Islam mag für seine konservativen Anhänger die ultimative Wahrheit sein. Für viele andere Menschen ist es nicht. Zweitens, der Islam muss sich an den gleichen ethischen und gesellschaftspolitischen Maßstäben messen lassen, wie jedes andere Glaubenskonstrukt, das die Menschheit im Verlauf ihrer kulturellen Evolution hervorgebracht hat. Patriarchale, homo- und frauenfeindliche Moralvorstellungen und antidemokratische Lehren, wie sie aus dem konservativen Islam und anderen, auch anderen orthodoxen Religionsvorstellungen abgeleitet werden, dürfen sich der öffentlichen Kritik nicht entziehen. Sie sind weder heilig noch unantastbar. In diesem Zusammenhang sollte auch über den sogenannten Blasphemieparagraphen im deutschen Strafgesetzbuch diskutiert werden. Deutschland zählt zu den wenigen Ländern in Europa, wo Blasphemie bzw. die Störung des gesellschaftlichen Friedens, die aus Blasphemie erfolgen kann, mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren bestraft werden kann. Die meisten Juristen sind sich einig, der Paragraph 166 Strafgesetzbuch muss abgeschafft werden. Gerhard Strate, einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands, schreibt, unsere Gerichte sollten nicht länger in die peinliche Lage gebracht werden, Glaubensinhalte vor ihren Kritikern schützen zu müssen. Engagierte Lehrer und andere kritische Geister sollten zudem wenigstens auf Rechtssicherheit bauen können, wenn sie schon um Leib und Leben fürchten müssen. Das sind wir dem Erbe der Aufklärung schuldig. Zweitens, ich kritisiere die Haltung von Vertretern des orthodoxen Islams zur Säkularität als Feindbild. Zweifelsohne stellt das Zeitalter der Aufklärung die Weichen für die moderne Welt und den modernen Staat. Dieser Staat, der moderne Staat, ich nenne ihn mal modern, Sie können auch über dieses Wort, können wir auch diskutieren,
der zeichnet sich vor allem durch Säkularität aus. Und Säkularität heißt keineswegs Gottlosigkeit, sondern die Trennung von Religion und Staat. Die Aufklärung hat also nicht nur die Sicht auf das Individuum verändert, sondern auch dessen Rolle in der Gesellschaft. War bis zur Aufklärung die Religion die bestimmende Kraft und die Quelle des Normativen in der Gesellschaft, so ist es nach der Aufklärung der Mensch mit seiner gestalterischen Kraft. Nicht die Religion steht im Mittelpunkt eines homogen gläubigen Gemeinwesens, sondern es sind verschiedene Denk- und Glaubensmodelle, die sich gegenseitig tolerieren müssen, weil das Bindeglied der Gesellschaft nicht mehr der gemeinsame Glaube ist, sondern es sind die Regeln eines weltlichen Rechtsstaates. Die weltliche Macht gehört nicht Gott, sondern alle Macht geht vom Volk aus. Und dieses Volk kann eben aus sehr Gläubigen, weniger Gläubigen, verschiedener Religionen und Weltanschauungen bestehen, aber auch aus Ungläubigen oder überzeugten Atheisten. Die Grundlage des Rechtsstaates ist nicht mehr eine Religion, und die Säkularität des Staates ist eine Erfolgsgeschichte für die Freiheit. Weder Europa noch Deutschland sind heute im Kern nur christlich oder, wie es manche gern bezeichnen, christlich-jüdisch. Mehr Bedeutung haben Toleranz, Pluralismus, Humanismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und auf dieser beruht die Gleichstellung und Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger. Das sehen Anhänger des orthodoxen Islams anders. Ich sehe mal den türkischen Staatspräsident Erdogan, der ist ja heute wirklich zu einer Berühmtheit in dieser Veranstaltung gebracht hat, der auch bei den Wahlen Mai dieses Jahres bei seinen Anhängern in Deutschland 67,22% der Stimmen bekommen hat. Erdogan sagt, man kann entweder ein Laizist sein oder ein Moslem. Beides zusammen geht nicht. Warum nicht? Wenn du ein Moslem bist, dann weißt du, dass die Macht ohne dem Schöpfer der Muslime Allah gehört. Es heißt ja immer, die Macht gehört ohne Wenn und Aber dem Volk. Das ist ein Zitat von Atatürk. Das ist falsch. Die Macht gehört ohne Wenn und Aber Gott. Zitat zu Ende. Wenn aber die Macht auch auf Erden allein Gott gehört, dann werden seine Statthalter auf Erden darauf bedacht sein, Gottes Wort, in diesem Fall den Koran, möglichst getreu, teilweise gar wortwörtlich umzusetzen. Somit werden Meinungs- und Pressefreiheit, Religionsfreiheit und Geschlechterfreiheit eine Auslegung des Korans untergeordnet. Ich sage ganz bewusst eine Auslegung, nicht der Auslegung, weil jede Auslegung eben anders ist. Eigentlich ist aber das nicht machbar für eine multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft. Sie wollen jetzt sagen, das geht heute auch gar nicht mehr. Das habe ich auch gedacht, bis ich einen Aufsatz des Pädagogikprofessors für Religionspädagogen Bülent Uçar gelesen habe. Er ist Professor für Religionspädagogik in Osnabrück. In diesem Aufsatz schreibt Herr Uçar, ich zitiere, als ganzheitliche Religion sieht der Islam keine prinzipielle Trennung der unterschiedlichen Sphären des menschlichen Lebens in das Religiöse und das Weltliche vor. Die Welt stellt das Saatfeld für das Jenseits dar, ist eins und lässt sich nicht ohne weiteres künstlich in zwei verschiedene Bereiche aufteilen. Nach den Vorstellungen von Professor Uçar ist die Praxis der Scharia für die Muslime unabdingbar, um im Jenseits belohnt zu werden. Es sei einem Theologieprofessor unbenommen, seine Religion wortwörtlich auszulegen. Er kann glauben, was er will. Wenn er jedoch daraus schließt, man könne, ja man müsse das islamische Recht auch in säkularen Rechtsstaaten anwenden, dann ist das nicht mehr diskutabel. Beispiel Schule. Die Schule ist ein staatliches Organ und ihr Prinzip lautet, Schule ist verbindlich für alle. Uçar hingegen stellt die Anforderung der Schule als einen Ausdruck islamophoben Verhaltens dar. Ich zitiere weiter, auf allgegenwärtige Brennpunkte von Scharia und Verfassungsstaat trifft man beispielsweise in der berühmten Kopftuchdebatte, bei der Teilnahme am koedukativen Sport- und Schwimmunterricht, der Einhaltung der rituellen Gebete während der Schul- oder Arbeitszeit.
Durch diese offen praktizierte Religiosität scheinen sich einige Religionskritiker schon in ihrer Identität angegriffen zu fühlen und möchten Religion einschränken und ins Private verweisen. Dieser Teil des Aufsatzes von Herrn Uçar ist mit den Vorstellungen unseres Rechtsstaates vom verbindlichen Schulbesuch für alle Schülerinnen und Schüler mit dem gesamten Curriculum für alle nicht vereinbar. Auch rituelle Gebete während der Schulzeit sind nicht zu akzeptieren. Keiner verbietet Schülern ein stilles Gebet für die enge Bindung an Gott. Keiner verbietet ihnen, dass sie auch für sich selber die Sache entscheiden, wie sie es vorhaben. Aber eine Machtdemonstration im neutralen öffentlichen Raum einer Schule ist, ich zitiere, nicht Teil der islamischen Botschaft, sondern Teil des politischen Islams, wie es Professor Beyza Bilgin, ehemalige Dekanin der Theologischen Fakultät Ankara, formuliert. Alle praktizierenden Muslime wissen natürlich, dass man die Gebete aufschieben kann. Umso mehr deutlicher wird es, dass es nur eine Machtdemonstration sein kann. Letztlich weist Uçar die Regeln des Rechtsstaates zugunsten eines religiösen Staatsverständnisses für die Muslime zurück und ist, so scheint es, der Meinung, dass diese sich nicht an die Regeln des säkularen Staates halten müssen. Ich zitiere ein letztes Mal, bekennende Muslime können folglich ihren Glauben im Leben nicht hinten anstellen oder gar verheimlichen, auch und besonders nicht zugunsten eines säkularen, Religion nivellierenden Umgangs miteinander. Diese ungünstige Verwicklung von Staat und Religion und das damit verbundene islamische Unbehagen gegenüber einer Trennung von Religion und Staat wird schwer zu lösen sein. Zitat zu Ende. Deklariert Professor Uçar die Muslime damit zu Bürgern der muslimischen Umma, für die andere Regeln gelten sollen? Möchte er die Wiedereinführung des Millet-Systems des Osmanischen Rats für Deutschland, religiöse Minderheitenrechte von Muslime? Über diese Fragen müssen wir trefflich diskutieren. Denn meiner Meinung nach darf sich der Staat in diese Teufelsküche nicht begeben. Es darf keine gesonderten Minderheitenrechte und Gruppenrechte geben. Das Individuum und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unseres Rechtssystems. Mehr noch, es muss klar sein, dass keine Religionsgemeinschaft das Recht hat, sich über die Gesetze zu stellen. Niemand kann sich auf den Koran oder die Bibel berufen, um gegen die bestehende Gesetzgebung zu handeln. In einer multireligiösen Gesellschaft ist und bleibt das einzig verbindende Element der Rechtsstaat. Das mag für den Einzelnen manchmal bedauerlich sein. Für eine multireligiöse Gesellschaft ist dieser Grundsatz überlebensnotwendig. Mein Fazit, Deutschland muss eigentlich noch säkularer werden und meiner Meinung nach ist auch ein Neutralitätsgesetz, wie es das Land Berlin eingeführt und wieder abgeschafft, sehr gut und sollte in allen Bundesländern noch einmal überdacht werden. Mein dritter und letzter Punkt, ich kritisiere den politischen Islam. Die Ablehnung der Säkularität und der politische Islam sind die zwei Seiten einer Medaille. Ein Staat ist dann islamisch, wenn er sich auf Koran und Sunna beruft, statt auf Rechtsstaatlichkeit und eine säkuläre Verfassung. So gesehen ist die Türkei noch kein muslimischer Staat, auch wenn es von Erdogan so propagiert wird, aber auf dem Weg dahin. Aber Islamisten, also Vertreter des politischen Islam, haben wir ja nicht nur in islamischen Staaten, sondern auch unter uns. Der Umgang mit legalistischen Organisationen, die eigentlich für sich das Ziel haben, den Islam als führendes Kriterium einzuführen, ist meiner Meinung nach oft genug in diesem Land naiv. Der Politikwissenschaftler Armin Fahrtrauber, Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung schreibt dazu, entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis sind weder alle Islamisten gewalttätig noch terroristisch ausgerichtet. Vielen Dank. Sie mögen sich in der Wahl ihrer Mittel zum Erreichen ihrer Ziele unterscheiden, aber ihnen allen ist die Absicht eigen, den Islam nicht nur zur verbindlichen Leitlinie für das Individuelle, sondern auch für das gesellschaftliche Leben zu machen. Dies bedeutet notwendigerweise die Aufhebung einer Trennung von Religion und Staat als Ausdruck der Säkularisierung
und die institutionelle Verankerung der religiösen Grundlagen im Sinne eines islamischen Staates. Weitere Differenzierungen des institutionellen Islamismus sind eine kulturelle Form, die über das Engagement im Alltagsleben Akzeptanz für ihre Auffassungen mobilisieren will, und eine politische Form, die über Parteipolitik große Unterstützung für sich unter Wählern anstrebt und anscheinend auch bekommt. Denken Sie an die 72% für Herrn Erdogan. Der politische Islam ist eine Ideologie, die nicht im luftleeren Raum existiert. Seine Theorien müssen umgesetzt oder wenigstens geduldet werden. Deswegen kritisiere ich diejenigen Institutionen, die dieser Ideologie anhängen, diese Ideologie ernsthaft verbreiten, aber auch jene, die sich davon nicht distanzieren. Wenn in Essen Menschen auf die Straße gehen und nach dem Kalifat schreien, tun sie das nicht, weil sie in der Nacht davor schlecht geschlafen haben. Die Miligürsch-Bewegung und ihre Ableger im In- und Ausland haben sich immer für einen religiösen Staat stark gemacht. Miligürsch gehört zum Islamrat, hat in Deutschland über 400 Moscheevereine und über 1000 Einrichtungen für Frauen, Kinder und Jugendarbeit. Und der Islamrat steht den Moslembrüdern noch sehr... Noch 2 Minuten nur geht es? Noch zwei Minuten, weil dann müssen wir... 2 Minuten, okay. Wenn wir uns dann DİTİB anschauen mit den 900 Moscheevereinen, DİTİB ist ein Handlanger der türkischen Regierung. Ich fasse zusammen, der politische Islam ist eine Auslegung des Islam, deren Ziel die Islamisierung der Gesellschaft und der Politik ist. Der politische Islam positioniert sich konträr zum aufgeklärten Demokratieverständnis und unterdrückt da, wo er eine Macht ist, alle Andersdenkenden, auch und vor allem andersdenkende Muslime. Da ein Teil von ihm auch gewalttätig ist, stellt er eine Gefahr für jede Demokratie dar. Der Islam ist eine Religion, die das Individuum anspricht, solange er als persönlicher Glaube gelebt wird. Jedoch ist das Risiko der Politisierung sehr groß, sobald er in Strukturen gepresst wird und politische Aufgaben übernimmt. Der Übergang vom persönlichen Glauben zum politischen Islam ist fließend. Meine Damen und Herren, der Islam kann sehr liberal, aber auch sehr restriktiv ausgelegt werden. Wir haben im Moment leider die Situation, dass die restriktiven Ausleger die Oberhand haben. Deswegen dürfen wir noch lange nicht auf die problematischen Seiten des Islams weiße Salbe auflegen. Schließen möchte ich mit einer Anekdote. Ich gebe ja offen zu, dass ich Anhängerin der Säkularität bin, und zu meinen Lieblingsdichtern zählt auch der große Aufklärer Voltaire. So war es für mich naheliegend, auf meiner Webseite einen berühmten Spruch von Voltaire zu platzieren. Wenige Tage später bekam ich eine Mail von einem jungen Mann, anscheinend ein sehr frommer Muslim. In dieser Mail stand Folgendes: Wenn du in der Hölle schmorst, wird dich nicht Voltaire retten. Also bete, statt dich mit dem gottlosen Voltaire zu schmücken. Was soll ich Ihnen sagen? Voltaire ist immer noch mein Lieblingsdichter. Das Risiko, in der Hölle zu schmoren, nehme ich gerne in Kauf. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Bielefeld, vielen Dank, Frau Akgün, für Ihre Vorträge. Frau Akgün, Sie sind noch sehr viel weiter gegangen, als ich das tatsächlich gedacht hatte. Ich weiß, dass Herr Bielefeld unbedingt direkt reagieren möchte. Das ist auch die Idee des Panels. Ich sage nur vorneweg dazu, weil wir vorhin keine Zeit hatten fürs Publikum, werde ich noch mal 5 Minuten mehr ins Publikum geben und 5 Minuten Ihnen gemeinsam, also für Ihre gemeinsame Zeit streichen müssen. Vielleicht nur eine Anmerkung, und Sie können sie ja dann mitnehmen. Ich habe so das, genau... Das ist eher neu, diese feste Vorstellung von orthodoxen und liberalen Muslimen. Ich denke nicht, dass wir diese Sprache oder diese Begrifflichkeiten hier schon so genau haben. Und dann ist ja die Frage, was ist orthodox, was ist konservativ und was ist liberal? Können wir das, ich erwähne es jetzt halt als Anmerkung ernst. Also. Und das andere ist, das war jetzt bei Ihnen beiden der Fall, also ich sage jetzt auch nur dazu, eigentlich bin ich Moderatorin, aber mir wurde verraten, dass die beiden gestern zusammen Tee trinken waren und sich zu sehr einig sind. Deshalb mache ich ja sozusagen ein paar Fragen, die nochmal in eine andere Richtung gehen.
Wir haben, also unsere Aufgabe war es nicht, über Islamkritik zu sprechen oder das aufzuarbeiten. Trotzdem haben wir es gemacht. Wir haben ein Raster entwickelt, woran man sich orientieren kann, wie Islamkritik funktionieren könnte. Und sprechen da von fehlender Pauschalisierung, beziehungsweise das Problem der Pauschalisierung, die gemacht wird, fehlender Pluralismus. Also wir sind sehr schnell dabei, immer nur diesen einen monolithischen Blick, monolithischen Islam zu sehen, und die Perspektivenvielfalt fehlt. Das heißt, wenn es zu einem frauenfeindlichen Übergriff kommt, wo der Täter einen muslimischen Background hat, dann erklären wir das immer, also wir islamisieren die Tat, indem wir sagen, das hat was mit seinem Muslimsein zu tun. Das kann eine Perspektive sein, aber das ist das Problem, wenn wir sozusagen Islamkritik üben oder Kritik an islamisch legitimierten Handlungen, dass wir sozusagen sehr stark auf dieser Ebene bleiben und alle anderen Aspekte komplett weglassen. Das nur so wie wir das herausgearbeitet haben. Und ich habe bei Ihnen beiden das Gefühl gehabt, dass Sie schon eine sehr klare Vorstellung von Islamkritik haben. Dabei würde ich sagen, es fehlen bisher Forschungen, also was ist eigentlich ein Islamkritiker und woran macht man das fest? Aber ich gebe Ihnen jetzt mal mit diesen Fragen weiter, Herr Bielefeld, Sie wollen ja reagieren. Ja, in der Tat, es ist kein geschützter Begriff, ne? Und also es fallen einem schon einige Gestalten ein, unter den selbsternannten Islamkritikern und Kritikerinnen, bei denen es mich ein bisschen gruselt, ne? Aber ich nenne jetzt keinen Namen. Also ich würde gern auf die Punkte von Frau Acken kurz eingehen, die drei Punkte. Und Sie werden feststellen, dass ich immer irgendwie zustimme und dann doch nicht ganz. Also erstmal jetzt sehr ernst. Es ist absolut beschämend, wenn Menschen, die sich in Fragen von Religion wie auch immer äußern, kritisch, manchmal vielleicht auch wie auch immer, polemisch, Polizeischutz benötigen. Das ist immer beschämend für einen Rechtsstaat. Es ist nicht entschuldbar. Also in der Tat, der Staat schuldet Schutz und die Gesellschaft schuldet Schutz. Also Gewalt ist niemals legitim, auch nicht Gewalt im Namen von Religion. Niemals legitim, ist auch nicht abgedeckt durch die Religionsfreiheit. Das ist aber übrigens nicht dasselbe wie die Ablehnung von Absolutheitsansprüchen. Also die Religionsfreiheit erlaubt es Religionen, auch sehr prononcierte Ansprüche zu formulieren. Sie erlaubt nicht, daraus dann bestimmte Handlungen abzuleiten, die möglicherweise den Lebensraum anderer zerstören. Das ist ganz klar. Jetzt kann man sagen, da gibt es doch einen Zusammenhang. Ja, mag ja sein, aber das käme dann im Detail darauf an, ob der Zusammenhang wirklich immer besteht. Also der Ansatz der Religionsfreiheit ist nicht, eine bestimmte Doktrin zu verbieten, also etwa Absolutheitsansprüche, die es im Katholizismus genauso gibt wie in bestimmten Varianten des sunnitischen Islams, in protestantischen, in manchen jüdischen und in ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Also auch sehr prononcierte Wahrheitsansprüche dürfen erhoben werden, dürfen auch gemeinschaftlich erhoben werden. Das Handeln muss kompatibel sein mit der Freiheit anderer. Da hat der Staat Sorge dafür zu tragen. Aber das ist in der Tat ein Unterschied. Ja? Das ist ein anderer Ansatzpunkt. Ansonsten bin ich übrigens auch der Meinung, der Paragraph 166 Strafgesetzbuch sollte abgeschafft werden. Ich habe den mal erlebt, dass dieser Paragraph 166 in Saudi-Arabien gefeiert wurde. So nach dem Motto, also jetzt tatsächlich bei einer ganz merkwürdigen Konferenz, einer UN-Konferenz in Saudi-Arabien zum Thema Toleranz, wo dann der deutsche Paragraph 166 gefeiert wurde als tolles Instrument, aber leider setzen die Deutschen das nur für die Juden ein. Da wird es natürlich dann in der Tat abgründig auch wieder. Ne? Also, vielleicht kann ich die anderen Punkte auch kurz nennen. Also, Frau Acken, Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Säkularisierung. Bin ich absolut der Meinung. Übrigens, die Franzosen diskutieren auch über secularizing secularism. Also die französische Laizität ist selber zu einer Doktrin geworden. Also manche formulieren das so, wir müssen sozusagen diese Laizismus-Doktrin endlich mal entdoktrinalisieren, sprich säkularisieren. Es gibt uns dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Gesichtsschleier, das sogenannte Boca-Urteil,
zitiert französische Quellen, wo es dann heißt, la laïcité a été sacralisée, die Laizität ist sakralisiert worden. Ganz merkwürdig. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen von Säkularität. Es gibt enge und weite, inklusive und exklusive, doktrinäre und pragmatische, gibt es auch getaufte Formen von Säkularität, wo man meint, es aus dem Christentum ableiten zu können. Also entscheidend ist sozusagen, aus der Perspektive von Religions- und Weltanschauungsfreiheit, eine raumgebende Säkularität, wo es auch gar nicht darum geht, jetzt Staat und Religion in dem Sinne zu trennen, dass da keine Beziehungen sind, sondern raumgebenden Abstand zu schaffen, und zwar übrigens immer wieder neu zu schaffen. Also insofern wäre ich durchaus auch für mehr Säkularisierung, mehr Säkularität, aber es käme dann darauf an, genauer zu bestimmen, was das denn sein soll. Politischer Islam, ja, also Religionen dürfen auch politisch sein, es gibt auch politisches Christentum. Yeah. Und also Religionen dürfen politisch sein, also die Säkularität des Rechtsstaats markiert einen Moment des Abstands zwischen dem Staat als einer Institution, die auch das legitime Monopol von Erzwingung hat, und den Überzeugungen und Praktiken von Religionsgemeinschaften, aber es ist nicht dasselbe wie die Abtrennung von der Politik. Also Religionen dürfen politisch sein, man müsste dann reden über den Modus des Politischen. Ja? Natürlich nicht ein Modus, der mit Mobbing, Gewalt und ähnlichen Mechanismen arbeitet, aber wenn Politik heißt, einfach auch Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs, dann muss man sagen, haben Religionsgemeinschaften ganz selbstverständlich in diesem Sinne auch die Möglichkeit, sich ein politisches Mandat zu geben. Also ich weiß schon, was Sie meinen, Frau Akkün, wir sind da näher aneinander, näher zusammen wahrscheinlich in der Praxis, aber ich würde trotzdem also auf diese kategoriale Differenz Wert legen, dass auch politischer Islam nicht per se ein Problem sein müsste, es käme auf den Modus des Politischen an. So, das war meine Frage. Ja, vielleicht gehe ich mal auf die erstmal auf Ihre Frage ein. Was ist eigentlich konservativer Islam? Was ist liberaler Islam? Schon für die Frage haben Sie ja Applaus bekommen. Das ist genau der Punkt. Auch das ist natürlich jetzt nicht per se festgelegt, und die Übergänge sind natürlich fließend. Aber wir müssen ganz klar sagen, dass wir immer dann vom konservativen Islam reden, wenn diejenigen sich auf die wortwörtliche Auslegung von Koran und Sunna berufen, während liberale Muslime davon reden, dass sie eben auch vieles zeitgemäß interpretieren oder auch einen vernunftgesteuerten Islam wollen. Und ich weise nochmal auf Professor, ich bin keine Theologin, ich bin Psychologin, ich weise nochmal auf Herrn Horchit hinweisen, der ja nun Theologe ist und der genau wegen dieser Definition wirklich sehr viel Ärger bekommt. Und ich frage mich, und das ist genau der Punkt, der mich auch wirklich sehr vorantreibt. Ich frage mich, warum können nicht verschiedene Formen des Islam nebeneinander bestehen und man lässt die einen und die anderen sein? Diese Haltung mit dem, auch gerade im Moment auch, was ich ganz oft sehe, Sie kennen alle das Zeichen mit dem Zeigefinger, ein Gott, ein Koran, eine Auslegung, halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Ich denke, wer den Islam liberal auslegen will, soll ihn liberal auslegen, wer ihn konservativ auslegen will, konservativ. Aber ich muss darauf bestehen, dass man den anderen eben auch leben lässt. Und das sehe ich nicht. Und dieses nur einzig allein so auszulegen, halte ich für eigentlich auch schade. Und ich finde, es ist ein Rückschritt im Islam, weil es gibt eben diese liberalen Auslegungen. Denken Sie an die verschiedenen mystischen islamischen Auslegungen, die meiner Meinung nach viel, viel liberaler und viel, viel toleranter sind als das, was wir heute in Deutschland erleben dürfen. Der Absolutheitsanspruch, selbstverständlich, lieber Bielefeld, selbstverständlich kann jeder für sich und seine Community den Absolutheitsanspruch haben. Ich sage mal so, natürlich hat jede Religion den Absolutheitsanspruch und denkt natürlich auch gleichzeitig, dass er die beste Religion hat, sonst würde er nicht so absolut dran glauben. Aber man muss wissen, wo dieser Absolutheitsanspruch aufhört, nämlich an den Grenzen der Community. Das heißt, es kann sich nur eigentlich auf die eigene Community beziehen. Ich kann nicht meinen Absolutheitsanspruch auf die anderen übertragen und zu sagen, ihr habt genauso zu denken, wie ich denke, und genauso zu glauben, wie ich glaube. Das halte ich für eine multireligiöse Gesellschaft
nicht mehr für zeitgemäß. Und war noch, ach so, die Frage, dürfen Religionen politisch sein, politisch tätig sein? Ja, bis zu einem gewissen Grad, es gibt ja auch Regeln, das sagt, vor allem wenn es um religiöse Fragen geht, können natürlich auch Religionsgemeinschaften politisch tätig sein. Aber Sie wissen genau, ich habe es ja ausgeführt, was ich meine nicht, dass Religionsgemeinschaften auch irgendwie eingeladen werden, ihre Meinung äußern werden. Ich meine den politischen Islam im Sinne von wirklich, dass man die Macht übernimmt und der Staat eine Religion hat. Der Staat darf keine Religion haben, meiner Meinung nach. Wenn Sie anderer Meinung sind, sagen Sie es ruhig. Aus meiner Sicht darf der Staat keine Religion haben, der muss Äquidistanz zu allen Religionsgemeinschaften halten, zu allen. Das macht eben den säkularen Staat aus. Wenn der Staat eine Religion hat, dann hat er nicht mehr Äquidistanz zu anderen Religionsgemeinschaften, dann können wir auch nicht miteinander nicht mehr in Frieden leben. Vielen Dank. Wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt für mehr Säkularität und weniger Religion in der Staat plädieren, dann müssten wir erstmal auf die Kirche schauen. Also dann ist ja der Islam jetzt erstmal gar nicht so relevant. Und selbstverständlich. Vielleicht noch ganz kurz dazu, das finde ich sehr wichtig. Solange Deutschland, deswegen sage ich auch mehr Säkularität, solange in Deutschland die Kirchen Sonderrechte haben, Sonderbehandlung genießen, keine Steuern zahlen, über nichts Rechenschaft ablegen müssen, haben die islamischen Verbände genau die gleichen Rechte zu bekommen. Das muss allen klar sein. Der Staat kann nicht dem einen etwas gewähren und dem anderen wegnehmen. Das geht nicht. Ich bin der Meinung, der Staat müsste allen, auch den Kirchen, was wegnehmen. Aber zu Ihrer Beruhigung, wir werden es nicht mehr erleben, dass der Staat den Kirchen die Privilegien wegnimmt, also werden es auch die Muslime bekommen. Ja, also wir sind jetzt sehr stark in der deutschen Islamdebatte, in der Islampolitik eigentlich angekommen, auch ein Thema übrigens im Bericht. Wir haben vorhin, genau, Sie sind vor allem auch sozusagen eine theologische Debatte, haben Sie auch noch angestrichen, worauf wir jetzt gar nicht eingehen können. Ich würde nur einen Punkt noch sagen und dann gehe ich wirklich ins Publikum. Ich bin mir unsicher, ob diese Definition, die Sie gebracht haben, orthodoxe Muslime würden sehr wortgetreu sein und andere und dadurch, wie haben Sie das formuliert? Vernunftgesteuert. Ich glaube, es gibt auch Glaubensgemeinschaften, die sich als konservativ verstehen, aber überhaupt gar nicht den Koran wortwörtlich nehmen. Ich denke, das ist komplexer und das ist noch immer nicht zumindest in der deutschsprachigen Islamwissenschaft ausgearbeitet. Aber ich gebe jetzt ins Publikum.